Die enge Verbindung zwischen Vater und Sohn wird auch darin ersichtlich, dass sie sich beide den Heiligen Geist teilen als gemeinsamen Geist. Jesus sendet seinen Geist, den Heiligen Geist, aber auch Gott der Vater sendet seinen Geist, denselben Heiligen Geist in der Bibel. Es ist derselbe Geist, ein Geist, den sich Vater und Sohn teilen. In der Bibel kommen die Begriffe Geist Gottes und Geist Christi vor. Beide Bezeichnungen sind Namen des Heiligen Geistes. Er wird öfter der Geist Gottes genannt, siehe 1. Korinther Brief Kapitel 2,11 oder 1. Korinther Brief Kapitel 3,16 oder Philipper Brief Kapitel 3,3. Aber auch Geist Jesu wird der Heilige Geist genannt in der Bibel, siehe Apostelgeschichte Kapitel 16,7, der Geist Jesu Christi, Philipper Brief Kapitel 1,19, und auch wie hier der Geist Christi, 1. Petrus Brief Kapitel 1,11.